Hallo, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, sich Zeit nehmen für Ihre Gesundheit, hoffe ich doch, und für die Aufklärung, die wir leisten wollen. Ich habe heute einen spannenden Gast, Dr. Lukas Böhni, Mitbegründer der Firma Plantit und ein Lebensmittelwissenschaftler, Doktor seines Zeichens. Und ich werde mich mit ihm unterhalten über grundlegende Fragen in puncto Ernährung und wir werden versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Bleiben Sie dran, es wird spannend. So, herzlich willkommen, lieber Lukas. Schön, dass du da bist bei uns. Dr. Lukas Böhni, nochmals Lebensmittelwissenschaftler und Mitbegründer der Firma Plantit. Wir haben schon über eure Produkte ein paar Mal gesprochen. Da gibt es schon diverse Interviews. Ihr zeichnet euch aus durch eine spezielle Zusammensetzung eurer Produkte als Fleischersatz. Wobei, auch darüber haben wir gesprochen, das Wort Fleischersatz ist eigentlich Nonsens, weil auch Pflanzen Fleisch haben, logischerweise. Aber eure Produkte zeichnen sich aus dadurch, dass ihr euch dagegen verwehrt habt, Zusatzmittel wie E-Stoffe, ich nenne es mal so, E-Bindestrich und diverse Zahlenkombinationen Stoffe zu integrieren in eure Produkte, mit denen man natürlich Geschmäcker verändern kann, wahrscheinlich, also ich nehme es jetzt einfach mal an, Farben verändern kann von Produkten und so vieles noch. Ich würde jetzt mal aus meiner laienhaften Betrachtung sagen, das kommt alles aus dem Chemiebaukasten, ist aber nicht wirklich alles so, oder? Magst du uns mal eine Aufklärung dazu geben aus deiner Lebensmittelwissenschaftlichen Sicht? Ja, gerne. Also ich kann dir gerne sagen, einerseits warum wir das darauf verzichten und dann vielleicht, warum das schwierig ist, darauf zu verzichten, was die Philosophie ist und dann kurz noch zu den E-Nummern generell. Also E-Stoffe, das sind Zusatzstoffe, das sind Dinge, die man Lebensmitteln zusetzt. Und wir bei Plantit haben einfach gesagt, wir möchten das nicht. Wir möchten Produkte machen mit natürlichen Zutaten, wie man sie halt kennt, um wirklich natürliche Lebensmittel zu machen, weil wir der Überzeugung sind, dass nur natürliche Lebensmittel auch gesundheitsfördernd sein können, auch vor allem bei einem wiederkehrenden Verzehr. Also wenn diese Produkte wirklich Teil werden von der Ernährung von jemandem, der sagt, hey, ich kaufe euch nicht Plantit, ist uns einfach wichtig, dass wir wissen, dass wir da wirklich unser Bestes tun, um die Gesundheit zu fördern. Da haben wir gesagt, wir möchten ohne Zusatzstoffe, E-Nummern eben auskommen. Jetzt E-Nummern, so soll ich das sagen. Das ist natürlich schon eine wunderschöne Trickkiste. Also das ist mal das Erste. Also mit diesen ganzen E-Nummern kann man Sachen zusammenbinden, färben, Geschmäcker reinbringen, konservieren. Nichts, was es nicht gibt. Und wie du es schon richtig sagst, ich glaube, oft sind auch diese E-Nummern wirklich Substanzen, die chemisch hergestellt wurden, die nicht natürlich sind. Es gibt Dinge, die da weniger pointiert sind, wie vielleicht eine Ascorbinsäure, das E300 zum Beispiel, das ist eigentlich nichts anderes als Vitamin C, einfach mit einer E-Nummer versehen, anstatt Vitamin C geschrieben. Da würde ich jetzt sagen, ja, Leute, die auch sonst mal, also eine Vitamintablette nehmen, das ist dasselbe, oder? Besser natürlich ist man ein Apfel und eine Orange, ganz klar, aber auch da würde ich jetzt sagen, da sehe ich jetzt nicht so ein Problem, da gibt es aber wirklich E-Stoffe, die ich denke, die es wie geschafft haben, historisch auf diese Liste zu kommen, weil man auf das heißt, Stoffe sind, die man traditionell verwendet hat für die Herstellung von Lebensmitteln und die dann wie auf die Liste kommen mussten quasi, sagen wie Pökelsalze. Die Pökelsalze, zum Beispiel Fleisch, oder? In vielen gepökelten Fleisch und Wurstwaren hat man eigentlich Nitritsalze drin und das sind hochgiftige Salze eigentlich. Zu welchem Zweck? Nur der Konservierung? Oder? Ja, der Prozess heißt eine Umrötung. Genau, dass man dann bleibt eigentlich das Fleisch schön rot. Umrötung heißt es, das bleibt dann schön rot, weil da halt der Kunde das gerne so mag, plus einen konservierenden Effekt hat. Das hat eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von ungewünschten Mikroben, Bakterien und hat einerseits ist so für die Farbe und die Konservierung zuständig. Und
ich sag mal, Leute, die, ich sag mal, viel von diesen Produkten konsumieren, die einen hohen Anteil an diesen Pökelsalz, Nitritsalzen haben, das sehe ich schon eher als sehr bedenklich an. Also wirklich auch, weil der Schwellenwert, der gesundheitlich bedenkliche Schwellenwert für diese Produkte eigentlich sehr tief ist. Und ich glaube, das ist auch... Das, laut diese, WHO. Laut WHO, sehr genau. Tief. Also laut WHO eigentlich sehr tief. Und aha, wenn man da halt viel von diesen Produkten konsumiert, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum man dann auch gewisse Korrelationen findet, wie Leute, die viel von diesen Produkten essen, öfters, also da gibt es Korrelation mit Darmerkrankungen, Krebs, und ich glaube, das ist, da muss man echt gut hinschauen, will man sich das, in welchem Maßstab will man sich das antun oder ob überhaupt. Ich glaube, das ist so. Die Dosis macht das Gift. Die Dosis wie immer, macht, ne? Das Gift, das, mhm, ist immer der Fall, und halt bei, sag mal, wie du richtig sagst, bei Leben, bei Fleisch ist halt, und Lebensmitteln ist halt etwas, was man oft konsumiert, das ist nicht etwas Einmaliges, und das isst man häufig, und da sollte man meiner Meinung nach schon schauen, welche will man dann oft konsumieren und wo will man sich das antun und wo ist man sehr bewusst und sagt, nein, ganz selten oder gar nicht. Oder ja, es ist einfach, ja, die gesellschaftliche Frage, wer informiert sich über sowas? Mhm. Ne? Man denkt ja immer, okay, das, was ich aus dem Handel bekomme, das ist geprüft, mhm, und Richtwerte oder was auch immer, das wird alles eingehalten, aber es ist mitnichten so, oder? Nochmal, wahrscheinlich, das entspricht schon den Regulatorien, also da hat, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da Hersteller einfach über den Grenzwert gehen, mhm, nur wie wurde dieser Grenzwert festgelegt, ist, mhm, ist der wirklich festgelegt an Studien und ist der festgelegt an historischen, mhm, Bedingungen, wo dann einfach eine Lobby gesagt hat, wir brauchen diese Menge, weil sonst können wir die Wurst nicht herstellen. Weißt du, was ich meine? So, mhm, ich glaube, da ist dann eine gewisse Grauzone, wo der Konsument einerseits wahrscheinlich Vertrauen haben muss in das wird schon okay sein, oder halt sein Schicksal ein bisschen selber oder ihr Schicksal ein bisschen selber in die Hand nehmen und sagt, guck, ich will das einfach nicht. Ich möchte mich natürlicher ernähren. Ich denke nicht, dass ich das essen sollte. Ich glaube, das ist so, oh ja, ich glaube, so einfach so blind dem Handel vertrauen. Ja, ich meine, du kannst auch Chipspackungen kaufen. Ja, du kannst auch nicht den ganzen Tag Chips essen. Das tut dir auch nicht gut. Das ist so. Das eine gewisse Mündigkeit von Konsumenten ist sicher, ja, wichtig, ja, in diesem Thema Zusatzstoffen. Ja. Und was, ja, will ich, wo will ich sie nicht? Mhm. Wie ist es denn bei Fisch eigentlich? Wir reden immer nur über Fleisch. Bei Fisch haben wir das sicherlich ein ähnliches Problem, oder? Ein ähnliches Thema? Ja, bei Fisch gibt es noch ganz andere. Also auch einerseits die Nachhaltigkeitsaspekt ist ein bisschen anders, zum Beispiel Fisch, also wenn man, gibt es ganz viel Leben, bei Fisch ist wahrscheinlich eher der Biodiversitätsverlust und die Überfischung der Meere und, mhm, die Schleppnetze, die Böden kaputt machen, ein riesen ökologisches Problem. Fisch sind jetzt weniger zuständig für CO2-Emissionen, aber halt ein riesiger Verlust an Biodiversität und die Überfischung der Meere. Dann, ich glaube, die ganze Thematik mit dem Mikroplastik ist ein riesiges Problem bei Fischen. Also heute eigentlich kannst du keinen Fisch mehr kaufen, der nicht nachweislich Mikroplastik enthält. Ist auch ganz klar, ja. Das ist wirklich, das ist so, das, mhm, haben Studien belegt. Auch da ist die Frage wieder nochmal, wie oft macht man das, will man das? Auch da bei Zucht, das Thema ist, wenn Zucht im offenen Meer stattfindet, ist das Problem nicht gelöst. Dann je nach, gibt es Fische wie eher fetthaltige Fische, wie Thunfische, die dann Schwermetalle akkumulieren, wie Quecksilber zum Beispiel bei Thunfisch, ist immer ein Thema. Also alle Leute, alle Damen, die schon mal schwanger waren, wissen das zum Beispiel, oder dass man schauen muss, Thunfisch sollte man vermeiden in der Schwangerschaft, einfach weil das Risiko einer zu hohen Quecksilberbelastung sehr groß ist. Mhm. Also das gibt's, überall gibt's Herausforderungen mit, ja, was soll ich dann essen und genau, Zusatzstoffe da, bei einem, mhm, Fisch nein, oder? Ob das, während es bei einem tierischen Fleisch vielleicht eher Antibiotika und Rückstände sind, sind es da vielleicht dann eher Mikroplastik und Schwermetalle zum Beispiel, die da beim Fisch zum Ziehen kommen. Ja, in der Fischzucht hat man, mhm, aber auch wahrscheinlich Medikamente im Einsatz. Genau, bei der Zucht, ja, natürlich, ne? Wildfang ist ein guter Punkt, natürlich Wildfang ist eher ein kleiner Teil, mhm, bei der Zucht kommen ganz klar hohe Mengen an Antibiotika zum Einsatz, die dann auch
bei diesen, oft sind die Zuchtnetze dann im Meer und dann schwemmt das alles aus und dann geht das trotzdem in die Umwelt und das ist auch eher desaströs für die Umwelt. Du hast jetzt das Thema Fisch eben ausgedehnt auf den Umweltaspekt unter anderem. Ich wollte auch mal auf die E-Nummern bei Fisch raus. Genau. Da wird sicherlich auch gearbeitet mit den entsprechenden Zusatzstoffen, oder? Wenn du, das ist ja der wunderschöne Narrativ der Fleischindustrie, wenn du ein Steak kaufst, das ist die Zutat ja einfach Fleisch, also Rindfleisch. Ja. Und dasselbe ist beim Fisch so. Ich glaube, da ist wirklich immer die Frage, bei verarbeiteten Produkten wie Würsten, gepökelten Waren, bei Fisch, wahrscheinlich mit Terrinen und was man dann alles auf Fisch machen kann, da ab dem Moment kommen halt, oder Fischsticks, und weiß ich was, da muss man sich immer schauen, ja, was sind dann die Zusatzstoffe, hat man da Geschmacksverstärker dabei und so weiter. Wie beim Fleisch. Bei unverarbeiteten Fleisch- und Fischprodukten, denke ich, ist eher die Thematik relevant von eben, wie wurde das angebaut? Hatten die Tiere, wo waren da Antibiotika im Spiel, war das Wasser sauber, war das Futter der Tiere sauber? Ich glaube, das ist dann bei dem Rohprodukt eher das Thema, während bei den verarbeiteten Produkten ganz klar die Zusatzstoffe, eben wie bei Nuggets und so weiter, halt schon ein Thema sind. Das muss ja deklariert werden, ne? Auf den Verpackungen. Also insofern kann sich der Verbraucher darüber ja informieren. Ja, also sich niemand rausreden. Ich glaube, das Einfachste, was die Verbraucher machen können, ist wirklich einfach die Packung umdrehen und hinten drauf zu lesen und sagen, was konsumiere ich denn da? Oder einfach mal die Packung drehen. Und nicht nur auf den Fettgehalt oder so schauen, das ist auch wichtig, aber so einfach mal, was ist denn sonst drin? Hat es da Zucker zugesetzt? Ist da, wie sehen die Fette aus? Sind das gesättigte Fette? Sind das eher ungesättigte Fette? Oder so? Das ist schon auch wichtige Themen, ne? Dann hat es Zusatzstoffe drin. Ich glaube, das einfach mal drehen, lesen, überlegen. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Handlung, die ich empfehle jedem Konsumenten. Sind denn E-Nummern grundsätzlich ein K.O.-Kriterium, wenn ich sage, ich möchte mich gesund versorgen, in Anführungszeichen? Da bin ich zu differenziert, das würde ich nicht so sagen. Okay. Ich glaube so, ich persönlich probiere das zu vermeiden in meinem Alltag. Also ich schaue schon, was ich konsumiere und je länger die Zutatenliste eines Produktes und je mehr E-Nummern, desto kritischer bin ich. Deswegen haben unsere Planted-Produkte auch so wenig Zutaten wie nötig. Und so wenig wie möglich und so viele wie nötig. Mhm. Und eben keine E-Nummern. Nochmal, ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Ich glaube so, ich würde einfach da schauen, dass man da nicht zu viel nimmt. Und wenn man ein Lieblingsprodukt hat, das jetzt E-Nummern drin hat, vielleicht auch mal googeln, was ist denn diese E-Nummer? Sich halt informieren. Wie viel gibt es denn überhaupt? Ja, es gibt, ich glaube so, die Liste gibt es 1000. Also okay, ist ja noch überschaubar. Ja, sind nicht 10.000, aber die Liste geht bis 1.000. Sicher, ich weiß, es gibt 1.000 irgendwas. Und kann ich das als Laie dann verstehen, wenn ich das google? Ich glaube, ja, ich denke, da findet man eigentlich gute Informationen. Also da kann man mal E300 eintippen und schauen, da kommt Ascorbinsäure, das ist jetzt was Gutes, finde ich. Mhm. Da kann man sich dann nochmal eine Meinung machen. Also ich glaube so, meine Daumenregel ist, ich probiere es zu vermeiden. Ich probiere Produkte zu kaufen, die das gar nicht drin haben, weil ich mich gesund natürlich ernähren will. Auch für meine Familie, für meine Kinder. Ich habe 3 Kinder. Ich will nicht, dass die das essen. So, ich bin nicht so aufgewachsen. Ich bin mit natürlichen Produkten aufgewachsen. Viel hat zu Hause die Mutter gekocht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und wenn, nochmal, was Sie gesagt haben, es gibt einfach Produkte, die man liebt. Vielleicht liebt jemand diesen Schokoriegel. Das ist auch okay, aber da würde ich mich dann informieren. Was ist das? Ist das schädlich? Ist das okay? Wie oft soll ich das essen? Und da halt die Differenzierung machen von, ja, das gönne ich mir jetzt, aber bewusst. Genau. Das Bewusstsein in den Vordergrund stellen. Also ich sehe schon, du bist jemand, der eben sagt, also ganz verzichten, das ist so eine Geschichte, das kriegt niemand auf Dauer auf Reihe, ne? Ja, ich glaube so auch, den Moment, wo man halt die Freude am Essen verliert. Ja. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Was macht einem Freude? Ja. Oder was isst man gerne? Oder Lebensmittel sind Freude, Lebensmittel sind Genuss und niemand isst nur mindestens in unseren Breitengraden ganz wichtig, nur zum Überleben. Viele Leute essen schon auch, weil sie es gerne haben, weil es Freude bereitet.
Und ich denke, dass man da ein bisschen genauer hinschaut, sage ich, was ist einfach, was bereitet mir Freude, was möchte ich nicht ändern und hey, wo kann ich eigentlich was besser machen? Und ich glaube, das ist wichtig. Wobei wir da eben auch schon eben an dem Punkt sind, dass bei verschiedenen Produkten dann auch wieder ganz gezielt Stoffe hinzugefügt Absolut. Werden, die dann eben einfach das immer wieder kaufen und immer wieder verzehren, eben einfach anregen oder beziehungsweise wie ein Suchtmittel quasi generieren. Ne? Und dann hat der Verbraucher schon wieder nicht wirklich die Kontrolle, weil eine Sucht ist schwierig wieder loszuwerden. Schwierig. Ne? Und da dann eigenverantwortlich zu sagen, okay, mache ich nur einmal pro Woche. Dann wird es zweimal, dann wird es ganz schnell dreimal und plötzlich ist täglich. Das ist wirklich etwas Schwieriges. Also da muss man, also und oft sind halt auch, die Herausforderung ist halt, also normalerweise wir Menschen lieben halt viel Fett und viel Zucker. Ja. Das ist uns gegeben, genetisch. Das ist das, was uns die Gene sagen, wir sollten das gut finden. Mhm. Und oft sind Fette und Zucker halt auch günstig. Und das heißt, für die Lebensmittelindustrie ist es halt einfach, Fett und Zucker zu einem günstigen Preis zu verkaufen. Proteine sind teuer. Zum Beispiel Plant-Produkte haben viel Protein drin. Das ist eigentlich ein hochwertiger, teurer Rohstoff. Den kann man nicht günstig einkaufen. Und das ist zum Beispiel eine Herausforderung, die wir haben bei Planted. Wie können wir dann trotzdem zu einem attraktiven Preis diese hochwertigen Rohstoffe einkaufen und dem Kunden weitergeben? Weil bei Lebensmitteln, also, etwas ganz Wichtiges, mit schlechten Rohstoffen kannst du keine guten Produkte machen. Das geht einfach nicht. Du hast schon mal in einem persönlichen Gespräch Shit in, Shit out den Satz. Ja, bei Lebensmitteln ist Shit in, Shit out wirklich halt, da kannst du nicht Gold draus machen, wenn du reingibst. Das geht einfach nicht und da muss man, also wie man die Rohstoffe auswählt, ist essentiell für gute Lebensmittel und da fängt es an. Es fängt beim Rohstoff, das Lebensmittel fängt beim Rohstoff an, dann bei der Verantwortung in der Verarbeitung, wie verarbeite ich das, wie schonend verarbeite ich das und daneben gebe ich Zusatzstoffe dazu oder eben nicht. Mhm. Gibt es irgendwelche Zusatzstoffe, wo du sagst, da ganz besonders achtsam sein? Ja, ich glaube, es gibt so, ich bin wahrscheinlich kein wandelndes E-Lexikon. da gibt es Leute, die besser sind als ich. Ich glaube so, ich weiß nicht gar nicht mehr, ob die noch erlaubt sind. Es sind sicher Azofarbstoffe. Es gibt gewisse Farbstoffe, die man früher in Softdrinks gebraucht hat, die nachweislich Aufmerksamkeitsstörungen fördern können bei Kindern. Das ist bewiesen worden. Also bei Softdrinks, das ist was eher Kritisches. Also das sind künstliche Farbstoffe. Und das andere ist wirklich, diese Pökelsalze, also Nitrite oder dann auch Phosphatsalze. Das sind also Schmelzsalze bei Schmelzkäsen, Phosphatsalze. Das sind so zwei Dinge, die ich wirklich eigentlich probiere zu vermeiden. Das ist nichts Natürliches, das kommt nicht natürlich vor in diesen Mengen. Also Phosphate können natürlich vorkommen, das sind so Polyphosphate. Ich glaube, das ist was, das Schmelzsalz, das da mache ich einen Bogen drum und bei Pökelsalzen, nochmal, sicher die Menge macht das Gift. Also, aber das sind so zwei, drei Dinge, die ich probiere, wirklich auszuklammern. Du hast gerade die Kinder angesprochen. Da möchte ich mal kurz einbiegen in dieses Thema. Ich habe das Gefühl, also es gibt immer mehr Kinder mit ADHS-Problematiken. Führt man das auch oder kann man das auch auf bestimmte Stoffe in den Lebensmitteln zurückführen? Oder? Ich kenne die Studien nicht. Und ich könnte jetzt nicht sagen, hey, das ist so. Nochmals, diese Azofarbstoffe sind nachweislich, waren da Teil des Problems. Mhm. Was sonst Teil des Problems ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke aber einfach nur schon zu viel Zucker. Ist ehrlich gesagt ungesund, also Zucker ist auch nicht gut im übermäßigen Konsum für die Aufmerksamkeit, da wird man verhibbelig, wenn der Insulinspiegel einfach hoch und runter springt, das kann nicht gut sein für die Zellen, für den Körper, nur schon da auf Zuckerquellen zu setzen, die halt langsam abgebaut werden, langkettige Stärken mit einem hohen glykämischen Index, Zucker, die langsam ins Blut gehen, ist sicher viel wichtiger als Zucker, die einfach schnell ins Blut gehen. Hast du Beispiele? Ja, also zum Beispiel eben
ganz einfach so, also Vollkornmehl über Weißmehl, oder? Also mhm. Weißmehl ist viel schneller aufgespaltet als ein hochwertiges Vollkornmehl, oder? Okay, verstehe. Oder auch bei Erbsen, zum Beispiel eine Erbsenstärke wird langsamer resorbiert als eine Maisstärke zum Beispiel. Aber einfach generell so Softdrinks. Ich glaube, Softdrinks, das ist was ganz... Nicht nur Kinder, sondern auch generell, ohne jetzt Markennamen zu nennen, aber ich glaube, so Softdrinks ist schon etwas, denke ich, würde ich mit gezielt genießen, auch nicht die ganze Zeit. Das hat sicher Effekte auf den Blutzuckerspiegel und dann auch wieder dieses schwallartige Hungergefühl, das dann wieder kommt. Und dann kommt so ein Heißhunger auf und dann, das glaube ich, sehr schwierig, so die Hungerattacken dann auch zu kontrollieren, wenn man so diese Zucker Hochs und Tiefs hat. Ja, ist ja sowieso ein gesellschaftliches Problem mit diesen Heißhungerattacken. Ja. Also die Leute werden immer übergewichtiger in der Gesellschaft. Also nicht jeder natürlich, aber man beobachtet da eben eine Zunahme und das ist ja bekannt mit Zucker, ne, dass wir da eben einfach besser hinschauen sollen. Aber auch da, das ist wieder so ein Suchtstoff, ne? Genau, das ist halt, wie du vorher gesagt hast, da ist jeder ein bisschen für sich selber verantwortlich. Ja. Der Handel schaut nicht dazu ein, da muss man sich wirklich damit auseinandersetzen, Packung umdrehen. Und ich glaube deswegen, vielleicht um jetzt den Bogen zu schließen, bin ich auch sehr stolz auf unsere Produkte. Mhm. Eben, die haben keinen zugesetzten Zucker drin. Also es steht zwar auf der Verpackung, wir haben es in einer Sendung mal angesprochen, 0, also wirklich verschwindend. Genau, das heißt, du hast Zucker drin, aber es ist kein zugesetzter Zucker. Zum Beispiel, das ist Zucker, also Plan sagt 0,3 Gramm Zucker pro 100 Gramm, aber zum Beispiel dieser Zucker stammt einfach natürlich aus der Erbse, oder? Weil die Erbse hat ja einen Stärkeanteil drin, wie Kartoffeln. Und ja, den kriegt man nicht raus. Und ich glaube, den muss man auch nicht rauskriegen, das ist so wenig. Das ist nicht das, was einem den Zuckerspiegel in die Höhe treibt. Ja. Das ist kein zugesetzter Zucker, vielleicht muss ich das so sagen, sondern das ist wirklich, das will ich sagen, deswegen bin ich stolz auf unsere Produkte. Die haben wirklich einen hohen Proteingehalt, die haben einen hohen Gehalt an ungesättigten Fetten und sind generell eher tief im Fettgehalt, haben einen guten Eisengehalt, haben Vitamin B12 fermentiert, natürlich zugesetzt. Ich glaube, das sind so Dinge, auch die Proteine, die wir brauchen. Erbse enthält alle essentiellen Aminosäuren, die der Körper braucht, ist reich in Lysin, was sonst eher limitierend ist bei anderen Proteinquellen, ist auch eine sehr gute Proteinquelle, lässt sich wunderbar kombinieren mit Cerealienproteinen wie Reis zum Beispiel. Also, und es geht auch im Verarbeitungsprozess nicht dahin? Nein, genau, das bleibt auch da. Das ist auch eben wichtig, dass das dann da bleibt. Und eben dann in der Kombination nachher mit noch einem Reis oder man kann es auch mit Weizen kombinieren, wenn man das möchte. Einfach dann gibt es dann nochmal einen deutlichen Mehrwert. Mhm. Woher kommen denn eure Rohstoffe, wenn ich mal so fragen darf? Also wir haben Erbsenprotein, Erbsenfaser. Wasser und Rapsöl, Sonnenblumenkern und Hafer. Genau. Also die Rohstoffe, die wir beziehen, sind aus Westeuropa. Die Erbsen, ich nenne das so, es gibt so einen Erbsengürtel. Das nenne ich so, es gibt so den Corn Belt in den USA. Also die Erbsen, so das Erbsenanbaugebiet ist irgendwo so im Bereich Nordfrankreich, dann Deutschland, Niederlande, so Belgien bis hin zu den Lettland, Litauen, Estland und dann noch Norwegen, Schweden. Da ist eigentlich ja das Hauptanbaugebiet von Erbsen. Und unsere Erbsen kommen je nachdem aus diesen Ländern. Und das Rapsöl haben wir bislang komplett aus der Schweiz zum Beispiel. Erbsen gibt es leider nicht aus der Schweiz in dieser Menge, in dieser Qualität. Da arbeiten wir dran. Das wäre ein Wunsch von uns, in Zukunft für jedes Land seine Erbse zu haben. Das ist noch ein weiter Weg, aber da wollen wir hin. Ich glaube, Wertschöpfungsketten müssen langfristig lokal abbildbar sein. Ich glaube, das ist, was die Leute ultimativ suchen. Und da arbeiten wir dran täglich, um bessere Produkte zu machen, um die Wertschöpfungsketten nach hinten aufzubauen. Mhm. Und die Sonnenblumenkerne, die ja auch ein Nebenprodukt der Ölherstellung sind. Genau, die Ölherstellung sind, ist. Ne? Die Sonnenblumenkerne kommen auch aus Europa. Sonnenblumenanbaugebiete sind groß
Du fragst mich, ich glaube, Deutschland, Bulgarien ist groß. Auch Europa ist schon ausreichend. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also so, es ist wirklich so, es ist auch spannend, so zu sehen, wo dann welche Pflanze gut wächst. Oder ja, die klar. Böden da, das Klima da ist besser für das und das Klima für Erbsen ist besser da. Und das ist auch etwas, ja, was mir wichtig ist, dass Leute das verstehen, dass man zum Beispiel jetzt in der Schweiz, kann man nicht gut Mungobohnen anbauen, weil das Klima passt einfach nicht. Oder Reis. Ist schwierig in der Schweiz, Reis anzubauen. Es geht, aber macht man vielleicht besser an einem anderen Ort, während man in Bulgarien halt gut das andere anbauen kann. Ich glaube, das ist so, da mit einer gewissen Regionalität, also es gibt einfach Böden, die sind besser und Klima, die sind besser für das eine oder das andere. Okay. Mir kommt jetzt gerade noch so in den Sinn, es gibt ja jetzt so auch Bestrebungen, vielleicht kannst du mir da als Lebensmittelwissenschaftler da auch noch ein bisschen was dazu sagen. Es hat jetzt nichts spezifisch mit euren Produkten zu tun, aber wo man Pflanzen anbaut, mittlerweile ohne Erde. Also es ist angeblich sehr fortschrittlich, aber ich glaube, es hat doch seinen Sinn von Natur aus, wenn etwas in Erde wächst, oder? Also so, ich glaube, die Tomaten, die du heute isst, sind eigentlich hauptsächlich ohne Erde angebaut. Das sind eigentlich immer. Aber wie ist das aus deiner Sicht? Boah, es gibt die technische Sicht in mir, die sagt, ja technisch macht das komplett Sinn. Also technisch geht sich das aus. Ja, die Tomatenpflanze hat alle Nährstoffe im Wasser und Dünger. Technischer Sicht. Technische Sicht. Und dann gibt es aber irgendwie so die gesundheitliche, naturverbundene Sicht, die mir sagt, ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Alles so herzustellen. Ich meine, es gibt positive Dinge, wenn es im Gewächshaus ist, hat man auch weniger Schädlinge, die dran kommen, muss man weniger spritzen, weil man es abschließen kann. Draußen hast du die Erde, hast aber mehr Schädlinge, musst vielleicht mehr spritzen. Also ich glaube, so auch da wieder, es gibt Dinge, die vielleicht besser drin angebaut werden, weil man es dann auch ohne Einsatz von Spritzmitteln machen kann. Mhm. Und es gibt Dinge, die machen gar keinen Sinn, dass man die drin anbaut, einfach weil die in den Boden gehören, weil die Interaktion mit den Bodenbakterien und so einfach auch wichtig ist für die Qualität und die Natürlichkeit vom Produkt. Aber wirklich bei den Tomaten würde ich jetzt sagen, es ist schon ziemlich Tatsache, dass die meisten aus einem Gewächshaus kommen. Ohne Erde? Ohne Erde. Ehrlich? Ja. Okay, gut. Also ich muss mich da noch ein bisschen besser informieren. Es ist traurig genug. Also ich würde mir wünschen, wir kämen da wieder viel mehr in Richtung Natur zurück. Ich habe einen Satz dazu. Ich glaube wirklich so, das ist sicher etwas ganz Wichtiges. Die Zahlungsbereitschaft für Lebensmittel ist eher tief. Ja. Also wir Schweizer, wir Deutsche, Österreicher geben eher wenig vom Einkommen für Lebensmittel aus. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, dass Lebensmittel wieder einen zentraleren Teil ausmachen von unserem Fokus, sie auch wirklich als Mittel fürs Leben betrachten. Sie ist ein Lebensmittel, das deutsche Wort ist eigentlich ein wunderschönes Wort dafür. Ja. Und ja, da die Wertschätzung wieder zu schaffen für den Wert eines Lebensmittels und dann auch dafür bereit sein zu zahlen. Ich glaube, dann geht es wieder in diese Richtung, aber das fängt beim Kunden an. Ihr habt ja da schon einen schönen Baustein gelegt mit euren Produkten, mit eurem Unternehmen Planted. Also was ich so bis jetzt erfahren habe von eurem Unternehmen und ja auch schon selbst ausprobiert habe, weil es natürlich auch im Handel zu bekommen ist. Ihr habt kein kleines Drei-Personen-Unternehmen, sondern ihr seid eine richtig ausgewachsene Firma mittlerweile und habt, glaube ich, auch einen ziemlichen Steilflug hingelegt 2019, was meine Recherchen so ergeben haben. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Und vielen Dank, dass ihr euch da so einsetzt, eben für die Zusatz- und Konservierungsstoffe freie Herstellung oder Produktlieferung für die Gesundheit von unserer und auch den nächsten Generationen, weil das ist einfach relevant. Ich würde mir wünschen, die Menschen würden frühzeitig mehr über ihre Gesundheit nachdenken, weil es gibt so ein schönes Sprichwort, in der Jugend läuft man mit der Gesundheit dem Geld hinterher und im Alter läuft man mit dem Geld der Gesundheit hinterher. Ne? Dann müsste man auch später im Alter nicht so viel Geld für die Gesundheit ausgeben, wenn man frühzeitig ja, ich glaub, das, richtig investiert.
Ich glaube, das ist ein guter Spruch. Ja. 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 Ich würde dich bitten, weil wir dein euer Unternehmen immer angesprochen haben, euer veganes Fleisch. Ich sage jetzt nicht Fleischersatz. Pflanzliches Fleisch, genau. Es ist ein bisschen, genau, pflanzliches Fleisch. Es ist ein bisschen untergeordnet jetzt in diesem Interview gewesen. Wir haben dann nicht so viel drüber gesprochen, aber falls sich jetzt jemand trotz allem nach dieser Sendung noch informieren möchte, weil unsere Zeit jetzt schon zu Ende geht, wo findet er dann Informationen über euch? Wo findet er eure Produkte? Also unsere Produkte findet man in der Schweiz bei Coop und Migros, in Deutschland bei Edeka zum Beispiel, in Österreich bei Spar. Sind da wirklich im Kühlregal zu finden, wo auch oft andere, sagen wir mal, pflanzliche Produkte zu finden sind. Haben auch einen Webshop, also man kann auch auf www.eatplanted.com gehen, also eatplanted, also ist gepflanzt, ist quasi gepflanzt. Übersetzt. Man kann auch planted.ch eingeben oder einfach plant bei Google. Ich glaube, man findet da das. Da findet man gut, habe ich schon gemerkt, ja. Und da hat es auch einen Webshop, da kann man bestellen. Wenn man bis vor 12 Uhr bestellt, soll das am nächsten, spätestens am übernächsten Tag wirklich auch ankommen. Da kann man auch was probieren, da gibt es Probierboxen. Hat auch viele Infos auf der Webseite zum Team, zur Philosophie, zu den Rohstoffen, zum Prozess. Da kann man wirklich nochmal tiefer tauchen und eben auch zur Philosophie, warum wir eben ohne Zusatzstoffe E-Nummern arbeiten, wie wir das tun und warum die Produkte dadurch halt auch wirklich hochwertig sind. Man kann auch eine Mail schreiben an hello@eatplanted.com, wenn man Fragen, Anregungen hat. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet und geben gerne, wo wir können, Antwort. Super, also ich hoffe, dass sich eure Produkte noch weit verbreiten. Danke. Und wie seid ihr denn international aufgestellt, genau, wenn ich fragen darf? Ja, klar, das habe ich gesagt. Also wir sind Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir gut verfügbar. Sind jetzt gerade am Loslegen in Italien, Frankreich und in Großbritannien. Da sind wir aber überall noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also gut vertreten in der Dachregion. Und das andere ist so langsam hochfahren. Aber die Basis ist gelegt und die Ausdehnung, die kann dann jetzt erfolgen. Aber ich gehe davon aus, es ist ja dann auch nochmal die Herausforderung, dann die Produkte wieder an die individuellen Geschmäcker der unterschiedlichen Länder anzupassen, oder? Ja, das ist eine große Herausforderung, die kommt jetzt immer mehr auf uns zu. Und das, was ich in einem anderen Interview schon gesagt habe, ist, der Geschmack oder die Präferenz für Fleisch ist sehr lokal geprägt und es wird eine der großen Herausforderungen sein für das Unternehmen, da wirklich eigentlich den Lokalgeschmack jeweils zu treffen über Inputs und Anregungen von Kunden, die, wenn jemand einen Lokalgeschmack hat, der oder sie gerne getroffen hätte, meldet euch doch. Es ist immer schön zu hören, was Kunden denken. Ja, und hilfreich. Und wahrscheinlich. Man kann es nur besser machen. Richtig. Also im Sinne von uns allen wünsche ich mir, dass Produkte wie eure, gibt natürlich auch vielleicht andere, die tolle ähnliche Ideen haben und ähnliche Dinge umsetzen wollen. Aber im Sinne von uns allen, weil darum geht's, ne? Euer Gedanke war nachhaltig und war dafür, dass wir unseren nächsten Generationen eine gute Natur, eine gute Erde hinterlassen. Also so, zumindest, dass wir es nicht noch weiter verschlechtern, als wir es jetzt schon haben. Und wir werden immer mehr, das ist nun mal das ist nun mal auch der Fakt. Zumindest so, wie es im Moment aussieht. Ja. Ne? Und da braucht man dann unter Umständen neue Strategien eben. Wenn mehr Menschen, dann neue Strategien, um zu überlegen, wie versorgt man diese mehr Menschen. Ne? Mhm. Und dann hoffe ich, dass sich auch über Generationen die Sicht zum Fleischkonsum verändert und das wieder vielleicht in ein normales Maß gelangt. Das wäre der Wunsch von uns. Gut, am besten wäre mir, wir verzichten ganz auf Tiere. Aber das steht auf einem anderen Papier und da ist der Weg vielleicht noch ein bisschen länger. Aber ja, macht schon mal einen guten Anfang. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Dann freue ich mich. Ich hoffe, Sie haben jetzt auch das ein oder andere Wertvolle mitgenommen über E-Nummern und Gefahren, die damit einhergehen für Ihre Gesundheit. Deswegen seien Sie nicht oberflächlich, wenn Sie sich aus dem Supermarkt Ihre Produkte raussuchen. Schauen Sie immer gut drauf, was hinten auf der Verpackungsrückseite steht, was Inhaltsstoffe anbelangt. Und lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen, wenn ich so sagen darf.
Nein, seien Sie einfach mündig und seien Sie eigenverantwortlich. Das gebietet einfach unsere heutige Gesellschaft, dass jeder Verantwortung für sich selbst übernimmt. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten und wieder mehr über Ihre Gesundheit erfahren wollen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und guten Appetit, vielleicht mit Planted. Auf bald. Ciao.